Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim mit Lydia. Irgendwie fehlt die Musik oder sowas in der Art. Es ist gerade ziemlich monoton. Wie liegst du denn da? Wer hat dich denn so da reingelegt? Ich höre einen Hund oder sowas. Ach so, ja, ich sehe schon. So. Was war das denn jetzt? Ja, komm her. Ist nur wieder ein Geisterkriegshund. Mir fehlt die Musik. Oder irgendwas in der Richtung. Ist so trist gerade. So lautlos. Ah, da ist er ja wieder. Ja. Alles klar, was haben wir hier? Beständiger Schutz müssten wir auch schon kennen. Wir gucken mal eben nach. Magie. Hier müsste das sein, hier müsste das sein. Kennen wir anscheinend doch noch nicht. Kennen wir wohl. Alles klar. Ui, eine Diamanthalskette, die ist sehr wertvoll. Okay, geht's weiter. Seid ihr etwa Priester? Ja, genau, ich bin ein Priester. Mann, Lydia. So, Besänftigung, wo ist denn beständiger Schutz? Schutzzirkel, leichter Schutz, beständiger Schutz. So, ich mir das aber nicht vorgestellt. Und die heizen weiter drauf, meine Güte. Es hat funktioniert. Wir gehen auf den Nahkampf. Geht ja auch nach oben. Wow. Das war jetzt nicht sehr schlau, da oben hinzugehen, glaube ich. Ach so, die Lebensanzeige war von dem da unten. Ich dachte gerade schon, die hat noch so viele Leben. Ich bin mir sicher, dass Lydia das da unten ganz gut schafft. Naja. Wir hatten hier die ganzen Pfeile verschossen. Seltsam, seltsam. So. Der ist seltsamerweise nicht zu Ektoplasma. Ah, nee, die wären nicht zu Ektoplasma, oder? Naja. Ein Adeptentor, das nehmen wir gerne mit. Gibt uns ja immerhin auch noch Erfahrung. Das ist ja noch ein zusätzliches Gut. Schon cool gemacht, aber wir brauchen das nicht wirklich. Trank der Feuerresistenz finde ich hingegen schon wieder sehr interessant.
Weil wir ja gleich eventuell, ich sag mal eventuell, gegen einen Magier kämpfen werden. Und da schadet so etwas gar nicht. Er tötet mal schnell den Hund hier. So. Alles klar. Wort der Macht nehmen wir direkt mit. Wort der Macht gelernt. Zeit. Zeit verlangsamen. Ein Tuum, das nicht bei Bluträuber. Ein Tuum, das nicht bei allen Leuten sehr beliebt ist, habe ich so vernommen. Früher in meinem Freundeskreis war einer, der hat Skyrim auch richtig, richtig heftig gespielt. Also wirklich, ja. War schon Wahnsinn, was der so an Zeit für Skyrim verbracht hat, um das mal so zu sagen. Ah, was ist das denn? Na, Meise in meinem Zimmer. Ich fasse das ja nicht. Wie kommt die denn hier hin? Ja, und der. Hielt. Zeit verlangsamt für einen der schlechtesten Tooms. Des Spiels. Wir können mal einen neuen Seelenstein in unser Hand hier investieren. Warum eigentlich auch nicht? Hab was für dich. Er kann sich gar nicht wehren. Also ist hier wirklich extrem gut. Ihr habt gesehen, er konnte sich gar nicht wehren, weil wir die ganze Zeit dafür gesorgt haben, dass er zurückgestoßen wurde. Das ist ja echt super. Ja, sie sind viele Ebenerzbaren für Leute, die die Schmiedefertigkeit noch verbessern müssen. Okay, da vorne ist das Ziel unserer Reise. Und ihr wisst alle, was es ist. Hoffentlich der Stab des Magnus. Wir sehen einen Drachenpriester, der angezaubert wird. Angezaubert in Anführungszeichen. Wir müssen die gebannten Zauberer töten, damit wir überhaupt erst an ihn rankommen, wie ihr sehen könnt. Kommen wir denn da oben hin? Hier hinten oben bestimmt. Genau. Und jetzt beginnt der richtige Kampf. Und zwar einer der schwersten. Ich gehe davon aus, einer der Morokai ist unser Gegner. Und was für einer. Es geht ja eigentlich, ne?
Jo, das war's mit dem. Morokai. Gold, die Maske Morokai und der Stab des Magnus. Kehre zu Teufdir zurück. Alles klar. Ich bin überrascht. Stab der Kahnmacht ist gestohlen, tun wir weg. Stab der Lähmung, Eissperrs. Nein. Kehre ein. Wie viel ist der Wert? Der Stab des Mag ist gar nicht so viel wert. Absorbiert 20 Magika pro Sekunde. Ja. So würde ich sagen, kämpfen wir. Wo ist denn hier der nächste Ausgang? Ich glaube nicht, dass ich ganz außen rum gehen muss, oder? Ne, da hinten ist ein Ausgang, ich habe schon gesehen. Mann, ich verlaufe mich dauernd hier in dieser Ruine. Ich war heute beim Friseur übrigens, für Leute, die es interessiert. Hab einen sehr netten Friseur hier, eine Friseuse natürlich. Sehr nett, schneidet die Haare sehr gut. Naja, so, hier haben wir noch eine Truhe. Die nehme ich mit. Wir haben da so viele von. Da können wir ruhig ein paar wegtun. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Okay, alle Leute sind gestorben, all seine Freunde und nur er selbst hat überlebt. Was für eine traurige Geschichte. Weil mein ganzer Rücken juckt. Ich war noch nicht Haare waschen, seit ich beim Friseur war. Hallo? Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ankarno hatte recht. Ihr seid gefährlich. Vielleicht. Ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ankarno möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Nichts Persönliches. Geht mir aus dem Weg. Seid nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Ihr hättet nie herkommen. Jetzt mal los! Ich hoffe, das genügt als kleine Präsentation. Ihr habt hoffentlich gesehen. Durch den Stab des Magnus sinkt unsere Ausdauer nicht mehr. Wir haben theoretisch unendlich viel Ausdauer. Ich hoffe, das ist gerade eben gut zum Vorschein gekommen. Dieser Stab des Magnus sorgt dafür, dass wir permanent neue Ausdauer... meine Güte. Der Stab absorbiert Magika. So, jetzt richtig. Das heißt, wir brauchen uns permanent keine Sorgen, um Magika zu machen, weil wir durchgehend durch den Stab Magika vom Gegner absolvieren, das in uns aufnehmen und dadurch, wie ihr gesehen habt, gar nicht so viel Mana verbrauchen können. Das heißt, wir haben dann unendlich viel Mana, können also mit Stab und Magie unendlich lange auf einen Gegner draufzaubern. Und das ist verdammt nützlich, glaubt es mir. Wir reisen zurück nach Winterfeste. Der Reisepunkt zur Akademie ist verschwunden, wie ihr sehen konntet. Warum genau... Seht ihr jetzt, beziehungsweise gleich. Kommt ganz drauf an. Ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Und dann ist das jetzt schon das Finale der Akademie von Winterfeste Questreihe, Leute. Vorsicht! Den Flammen! Es sei denn, ihr wollt etwas in Brand setzen. Ja, ich will etwas in Brand setzen.
So, wir marschieren Richtung Akademie von Winterfeste und ihr seht hier vorne schon einen Kampf toben, beziehungsweise ihr seht diese Barriere hier um an den Mauern. Ja, Leute, ihr kennt die Kämpfe schon. Ich werde euch umbringen, das schwöre ich. Na komm. Und ich werde euch umbringen, das schwöre ich. Perfekt. So. Es würde mich überraschen, wenn auch nur einer von uns diese Sache. Bei den Göttern. Ich hoffe, ihr habt noch ein Ass. Ja, ich habe ein Ass im Ärmel. Wir dringen in die Akademie ein. Durch den Stab konnten wir die Barriere zerstören. Das ist gerade ein bisschen blöd gelaufen, weil diese blöde Anomalie aufgetaucht ist. Meine Güte. Wir gehen in die Halle der Elemente und stellen Ankarno zur Rede. Ja. Ich stehe über euch innerlichen magischen Versuchen. Ihr könnt mir nichts anhaben. Der Stab wendet sich in die Hose ab. Gerne. Genug. Ihr geht noch immer nicht auf. Nun gut. Dann kommt. Ehe ich nun jetzt in der Lage bin. Ich glaube, das wird ein sehr harter Kampf. Aua. Ich mache keinen Schaden. Moment, warum mache ich keinen Schaden? Stab des Magnus. Heilung. Nee, starke Heilung, genau. Und jetzt muss ich Ankarno töten, oder nicht? So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ja, tatsächlich. Okay, der Stab ist nicht mehr geladen.
So. Nicht noch mehr von diesen Anomalien. Nein, nein, nein. Komm schon. Ich weiß, tut mir leid. Ah, Leute, diese blöden Anomalien, ist echt nervig mit denen. Okay, wir haben es geschafft. Tolf dir, was sagst du dazu? Ist da jemand? Bis zum nächsten Mal. Lydia! Was ist jetzt hier los? Wir gehen mal weg und wieder hin und hoffen, dass dann wieder Frieden herrscht. Ich habe übrigens eine neue Sammelfigur aus einer Collector's Edition. Sehr, sehr coole Figur. Sehr schönes Spiel, das ich bald let's playen werde. Leute, was ist denn hier los? Ich bitte euch. Haben wir nicht irgendwie eine Fähigkeit vielleicht? Hallo? Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ja, Lydia? Ich gebe euch Deckung. Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Tschüss. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ja, Teuf dir? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ankano ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ah, Quaranir. Ist ja klar, dass der wieder was dazu zu sagen hat von dem Psyjix. Hallo. Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Oh. Was machen wir jetzt? Woher wusstet ihr, dass ich Ankano besiegen würde? Wir können vieles sehen, was euch verborgen bleibt. Wir haben schon lange daran geglaubt, dass ihr siegen würdet. Was machen wir jetzt? Das Auge ist instabil geworden. Es kann nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Ankanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzuleben. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Was ist denn jetzt los? Wow, wer seid ihr denn? Gelebros Tandil. Ja, das war's mit dem Auge. Ihr habt es geschafft. Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die Seijix recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet diese als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Wenn ihr einen Rat braucht, findet ihr mich hier. Oh, cool. Danke. Also gut.
Schlüssel hinzugefügt und die Kleidung eines Erzmagiers. Die zeige ich euch auch kurz. Und zwar sieht die so aus. Erzmagierrobe. Alle Zauber brauchen 15% weniger Magika. Du erhältst plus 50 Magika und Magika regeneriert sich 100% schneller. Kante Spaß sieht so aus. Ist halt, wenn man Magier werden will, an sich schon cool. Aber wir bleiben lieber bei unserer wunderschönen alten Falmer-Rüstung. Mit unserer Adepten-Kapuze. Da die von den Werten her nicht ganz so gut ist, glaube ich, von dem Moment. 100% schneller regenerieren. 10% schneller. 10, also 20%. Ja, und das war's ja schon. Also wir könnten schon mit dem anderen besser zaubern. Aber wir bleiben trotzdem bei unserer Robe. Jetzt haben wir das Problem mit dem Überladensein natürlich. Ja. So, es reicht ja schon. Ankano? Okay. Dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einen Ankano ist genau der Grund, weshalb wir hier so streng mit dem Zugang. Ja. Ich frag mich trotzdem gerade, ich würde extrem gerne, wirklich extrem gerne, diese blöden 10 Dwima-Zahnräder loswerden. Aber wo ist der Kerl jetzt, ist die Frage. Wir haben die Akademie vom Winterfeste Questreihe jetzt abgeschlossen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. War eine recht kurze Questreihe, finde ich. Wenn man die jetzt wirklich so hintereinander runterrattert, dann geht das wirklich verdammt schnell eigentlich. Hatte ich jetzt so gar nicht in Erinnerung. Das bist du. Das bist du. Das bist du. Jesago. Hier sind die nicht. Ah, das wird wieder ein Spaß, die zu finden. Das sind immerhin 100 Gewichtseinheiten. Das sollte man nicht... Ja, das weiß ich zu schätzen. Ah, ist das ärgerlich. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine neue Collector's Edition Figur. Ich habe ja den Sam Fisher Desert Suite von Conviction, die Fallout 3 Wackelpuppe und jetzt noch eine. Echt wegen einer halben Einheit über... So. Okidoki. Dann wird der Kerl jetzt wohl hier drin sein. Hoffe ich will überhaupt diese Zahnräder haben, sonst lege ich die dem alle vor die Füße und lasse die da liegen. Führt mich der Wegweiser wirklich zu ihm? Scheinbar. Tatsächlich. Der ist doch hier drin gewesen. Das ist aber jetzt ärgerlich. Wir werden dieses Video übrigens damit beenden, dass wir in der Dämmerwacht nochmal schnell gucken, ob Serana da ist. Und dann folgt der Schnitt. Da oben ist er. Ah, hoffentlich will der überhaupt diese Zahnräder haben. Sonst wäre es ja noch ärgerlicher. Hallo? Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Das wäre schön. Ja, ich habe die Zahnräder, die ihr haben wolltet. Ah, ausgezeichnet. Das wird mich in meiner Forschung weiterbringen. Ich kann euch im Augenblick leider nicht viel anbieten, aber nehmt bitte das hier. Und vielleicht, wenn alles gut läuft... Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Für Begeisterungsstürme ist es noch zu früh. Dennoch ist das alles sehr ermutigend. Nochmals danke. Wenn ich noch etwas brauche, werde ich es euch ganz sicher wissen lassen. Danke. Braucht ihr noch mehr Hilfe mit eurem Projekt? Es gibt da tatsächlich noch etwas, das ihr für mich tun könnt. Ich hatte Entiers Dienste in Anspruch genommen, um mir etwas ganz Bestimmtes zu beschaffen. Nun weigert er sich aber, es mir zu liefern. Könntet ihr nicht mit ihm reden? Vielleicht könnt ihr ja zu einer Art Abmachung kommen. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit Entier. Hallo? Ich nehme an, ihr seid nicht nur hier, um mir einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Also zum Geschäftlichen, ja? Ihr habt wohl etwas, das Arniel gehört. Meine Güte. Er hat solche Angst, mit mir zu reden, dass er stattdessen euch vorschickt? Das hätte ich mir denken können. Ich fürchte, da seid ihr einer Fehlinformation aufgesessen.
Ich besitze etwas, das ich Aniel verkaufen wollte. Bei allem Respekt, Erzmagier, ich bin nicht in der Lage, das einfach wegzugeben. Ich habe Aniel gesagt, was ich im Austausch dafür haben will, und er war nicht bereit, es mir zu geben. Wenn ihr in seinem Namen hier seid, dann muss ich leider auf meine ursprüngliche Bezahlung bestehen. Was wollt ihr? Ich habe, sagen wir, einen Freund, der an dem Stab interessiert wäre. Einen ganz besonderen. Es ist nichts Gefährliches, also keine Sorge. Ich weiß nicht einmal, warum er ihn haben will, aber das kümmert mich eigentlich nicht. Er ist bereit, dafür zu zahlen. Er ist nur leider etwas schwer zu bekommen, da ihn jemand besitzt, der anderen gegenüber nicht unbedingt freundlich gesonnen ist. Also bringt den Stab zu mir zurück und ich betrachte ihn als Bezahlung für das, was Aniel haben wollte. Okay, gerne. Die Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Zeigt mal, was ihr habt. Ja, zeig du erstmal, was du hast. Adeptenkapuze. Meisterrobe. Stab der heilenden Hände. Ah, so, so. Kettenblitz können wir uns mal leisten. So. Wir haben so viel Kram, was wir eigentlich verkaufen können. Sowas hier. Sowas, sowas. Ja, gut. Dann halt nicht. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Ich bin der Erzmagier, ich kenne keine Kalia. Tschüss. So, ich habe jetzt schon überzogen und zwar schon ordentlich. Ja, wir werden am Anfang vom nächsten Video nach Serana suchen. Wo müssen wir hin? Ah ja. In eine Ruine, die wir schon kennen. Okay. Gibt's dann beim nächsten Mal. Wir reisen jetzt zur Dämmerwacht. So und so. Und werden dann beim nächsten Mal hier weitermachen. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich auf die nächste Aufnahme. Schaltet wieder ein. Und ja, ich hoffe, wir werden Serana hier finden, Leute. Ich hoffe es. So. So und so. Bis zum nächsten Mal, Leute.